Jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken. Ich weiß jetzt gar nicht so recht, wo das herkam, wenn ich ehrlich bin. Dieses weitere Wehrschwein. Das jetzt aber auch erstmal wieder einer Feier macht. Okay. Ach, das hat den Rod gegessen, den ich da hingelegt habe, oder was? Ist das der Fall? Ist natürlich möglich, ne? Wenn ich mir das so überlege, ist das gut möglich, dass das mal den Rod gegessen hat. So, Harvest Crockpot, dann erstmal nochmal. Machen wir nochmal Happa Happa. Und machen wir unten die restlichen Felsdinger weg. Sind ja noch drei Stück da. Ah, zwei Stück, habe ich gerade verguckt. Trotzdem, die kommen erstmal weg. Oh, was sind denn meine Flint 17? Naja. Das Schwein, gut. Und dann müssen wir echt gucken, dass wir irgendwie an Spinnenseide rankommen, ne? Ist schon wichtig im Endeffekt, Spinnenseide. 19 Flints. Und da jetzt auch wieder zwei sind in dem Felsen dann. Mal 21. Ja. Vielleicht auch nur 20. Schade eigentlich. Aber naja, 20 Flints sind 20 Flints. Ich muss mir einfach angewöhnen, die, wenn sie irgendwo rumliegen, die spawnen mehr oder weniger zufällig immer in der Gegend, die auch hin und wieder mal wieder aufzusammeln. Ja, auch wenn das jetzt lange nicht der Fall war, dass ich das gemacht habe, sollte ich mir das angewöhnen, das wieder / weiterzumachen. So. Den Hasen machen wir mal platt. So, die Axt behalte ich auf der Tasche. Die Pickaxe lege ich dann erstmal wieder weg. Nicht das wieder in die Hand. Das kommt wieder in den richtigen Slot. Und ich gehe zur Icebox. Ich nehme mir mal das Monster Meat auf die Tasche. Das Morsel lege ich zurück. Und ja, ne? Ihr ahnt schon, ich mache da oben weiter. Schauen wir, ob ich noch mehr Spinnen farmen kann. Hoffe, dass die jetzt irgendwie auf T2 sind. Die Spider-Dance. Die Schweine sind heute halt alle ein bisschen müde. Kann ja auch mal eine. Kann ja auch mal eine alleine machen. So, Monster Meat ist meins. Also die Dropchance bei diesen normalen Spinnen ist irgendwie unheimlich gering auch. Spinnenseite, wo ich ehrlich gesagt noch nicht mal weiß, ob die überhaupt die droppen können, ja. Ich glaube Monster Meat. Hm. Ich dachte eigentlich schon, dass das möglich ist. Ja, sag ich doch. Meine Seite. Mein Monster Meat. Das kriegt ihr früher oder später sowieso, keine Sorge. So. So, und das war's dann schon wieder, oder was? Da oben hat es noch Spinnen, aber da in dem Sumpf ist halt scheiße gefährlich. Das zähle ich mir jetzt mal drauf. Ich weiß, ich könnte das noch verbessern, aber irgendwie lohnt sich das immer nicht. Die Heilung kommt eh im Endeffekt nur über Nahrung zustande, wie ich finde. Jetzt schauen wir da nochmal da hoch, wie das da aussieht, ne? Ob man da vielleicht dann nicht doch. Nicht doch die Spinnen da oben irgendwie auch angehen können. Ich muss mal das Mikrofon verstellen. Ich sitze total krumm, weil das Mikrofon nicht passt. So, besser. Ich meine, das hier ist halt dann einfach auch mal schon. Wow. Eine Hausnummer. Da ist ein T3 denn. Schau mal. Das ist so ein Hexenkreisel, wie man die nennt, die Dinger, ne? Fu, fu, fu. Dieser Angriff war jetzt natürlich schon heftig. Das funktioniert auf gut Deutsch nicht. Also, das funktioniert nicht, das ist gut zu wissen. Ich gehe mir jetzt erstmal. Ich komme da nochmal mit Schweinen. Morgen, wenn es mir wieder besser geht. Heute könnte ich natürlich an so einen Pond gehen. Glaube auch nicht, dass ich das überlebe, da zu angeln aktuell. Ich koche mir einfach viele, viele Sachen. Mache mich wieder fit.
Mach mir einen neuen Football-Helmet. Und reißt den Spider dann da oben nochmal ab. Aber ich muss doch schon Spinnenseide haben irgendwo. Ich habe doch schon Spinnen umgezogen. D-Punkt, H-Punkt, hier muss irgendwo Spinnenseide drin sein. Die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Das muss ich gleich nochmal evaluieren. Das mache ich aber nachts. So. So, und jetzt gehe ich erstmal lecker was essen. Und ich frage mich gerade, wenn ich diesen wenn ich diesen Bushhead aufhabe, wisst ihr, was ich esse? Vor allen Dingen auch einfach mal das Jerky. So. Ich will nicht, dass es schlecht wird. Und dann hole ich die anderen beiden und hänge dann demnächst wieder so auf. Ich weiß, es ist nicht so. Ich könnte einen, ach, weißt du was? Ich mache dann auch ein Meaty Stew und scheiße erstmal auf das Jerky, das brauche ich im Sommer so gut wie nicht. So, was ich mich gefragt habe gerade, ist, gehen dann auch solche Gubbler auf mich los, wenn ich den Ding aufhabe? Sage ich doch, ich muss Spinnenseide haben. Habe ich vorhin nur übersehen. Ganz schön blöd von mir, aber so ist es halt, ne? Guck, guck. Guck, guck. So, dann sollte es mir schon wieder etwas besser gehen danach. So, was ich jetzt noch bauen werde, ist einen Football-Helmet, habe ich gesagt, ne? So. Where is Sun? Sun ist untergegangen, mein Jüngling. So, brauche ich noch ein Rope. Refine mir ein Rope. Fight, Football-Helmet, der ist effektiver. Bushhead kommt dann wieder dahin. Das behalte ich gleich auf der Tasche für die Schweine. Muss ich mich hier jetzt trotzdem noch irgendwie weiter stärken. Es wäre sehr scheiße, wenn ich jetzt irgendwie drauf gehe, ne? Da stimmt mir, glaube ich, alle zu. Alter, Fuyuk. Obwohl, wir hatten das ja anders. Perfekt. Also die sind echt. Die sind echt handelbar, sage ich mal, die Wehrschweine. Zumindest inzwischen. So, das store ich dann da rein erstmal. Ich hole mir jetzt trotzdem nochmal das raus. Guck, 1, 2, 3 mal Morsel. Einmal Berries, mache ich mir noch einmal die Standard Meatballs. So für Heilung auch, ist wenigstens ein bisschen Heilung dabei. So, und jetzt gucken wir mal, das war unter Survival, glaube ich, das Bugnet. Brauche noch ein Rope. Survival. Stro. Heatstone, Bugnet, da ist es. So, der Mist kommt jetzt einfach erstmal wieder weg. So, das kommt erstmal weg. Ich weiß, ich habe mir noch keinen Dings gemacht. Noch keinen, noch keinen Hut, noch keinen Beekeeper-Hat, aber ich hoffe, ich brauche den auch gerade noch nicht. So, eins. War weit genug weg vom. Oh, das ging daneben. Juhu, Killerbienen! Sehr schön. Lass doch ab von mir. Ich bin doch nur. Da kehren Killerbienen wieder nach Hause zurück. So, müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen rigoros vorgehen. So, und die da will ich noch. So, wie viel habe ich denn schon gefangen? 7, glaube ich, ja, 7. Ja, oh, na toll. So, meine Kinderchens.
ich brauche tatkräftige Unterstützung und bitte nicht zu. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So, das muss jetzt erstmal reichen. Damit brauche ich nicht zu kämpfen gegen die Hunde, glaube ich. So, jetzt werdet mal fertig mit den blöden Spinnen hier, bitte. Genau. Das sind schon Hunde. So, meine Guten. Wow, oh, nicht auf mich. Geh doch auf die Schweine los. Genau. So. Ja. Gesamtbilanz zufriedenstellend. Kann ich im Großen und Ganzen gerade mit leben, wie das gelaufen ist. Ich frage mich jetzt nur, wo mein Rucksack ist. Da ist ein bisschen Spider-Gland noch. Sehr schön. So. Dreimal Heal drauf. So. Gut, 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 gut. Wo ist mein Bugnet? Das ist kaputt gegangen jetzt, oder was? Weil ich damit zugehauen habe, vermutlich sowas. Ja, jetzt gehe ich aber trotzdem mal mit 4, 5 Schweinefreunden mit. Mit nach oben. Und dann räumen wir da oben diese riesen Spinnensiedlung auch noch weg. Stand da gerade noch ein Schwein? Nee, das war kein Schwein, das war ein, na, wie heißt's? Ihr wisst, was ich meine. Ein Bienenstock, genau. Ein natürlich vorkommender Bienenstock war das. Und ich hätte halt schon Bock zu angeln, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keine 2 Sticks mehr. Ich muss dringend Sticks mitnehmen. Ich baue mir, ich weiß, ich habe unten im Lager noch eine Angel stehen. Ich baue mir jetzt aber trotzdem direkt mal eine neue. Und überlege mir auf dem Rückweg mal, ob ich vielleicht doch da in der Ecke dann mal mich traue, einen Pond aufzusuchen, um mir ein bisschen Futter zu organisieren. Ein bisschen Fischfutter, quasi. Spider-Gland hole ich mir jetzt direkt so ran. So, ihr macht das schon irgendwie, glaube ich. Ja, wir machen das ganz gut sogar. Scary Buck, ja. So. Und das reicht dann erstmal. Gut. Gut, 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 gut. Da sind jetzt die Merms unterwegs. Und man will auch ein bisschen vorsichtig sein. Ein bisschen. Little Merm, mate. Naja. Ja. Das ist halt schon verlockend. Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, hier an einem Pond ranzukommen, ohne sich von Tentakeln platthauen zu lassen. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, wenn ich mir das da hier so angucke. Das sollte mir eine Warnung sein. Naja. Auf jeden Fall. Ach gut, ich kann ja auch das Spider-Gland jetzt einfach nutzen, um mich zu heilen mal. Und zwar kann ich es dann auch wirklich raffinieren quasi. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu machen muss so genau. Müsste ich mal gucken. So, das Monster Meat ist jetzt auf jeden Fall jede Menge, was ich habe. Ich packe jetzt erstmal alles da rein. So, so. Und habe ich sonst noch was zu essen? Das haue ich mir einfach so hinter die Binde. So, ich habe keine Farm, das kann ich ja machen.